Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch beim großen Auffüllen und beim großen Abtragen, wobei hier schon ziemlich viel fehlt. Aber die Jungs auch noch fleißig dabei sind. Während wir hier schon mal ein gutes Stück aufgefüllt haben, aber es ist noch sehr viel zum Auffüllen. Aber wenigstens haben wir dabei gute Musik. Im Augenblick jedenfalls. Kriegen auch langsam wieder etwas Stein. Wahrscheinlich, weil der Weg kürzer geworden ist. Haben wir den Steinbruch eigentlich richtig eingestellt? Ja, haben wir. Gut, es wird hier immer flacher, eher hier immer höher. So, dann füllt mal das hier auf und dann machen wir in der vollen Breite weiter. Wobei sind wir etwas schlau. Und füllen gleich so auf. Ja, und hier wird noch eine ganze Menge Stein verbraucht werden, bis wir die Höhe hier erreicht haben. Oh, sehr schön, hier hat einer aufgefüllt. Dann können wir jetzt auf volle Länge, volle Breite gehen. Und so anfangen. So, sorry dafür. Da hat kurz mal wieder das Spiel etwas länger gehangen. Ah. Ah ja, die kleinen Lecks, die kennen wir ja. Und ihr werdet schon wieder schlampig hier oben.
Ja. Läuft ganz, ganz gut. Und ich weiß, das sage ich schon die ganze Zeit, aber im Augenblick können wir ja nichts anderes machen, als den Brickworks zu sehen, wie sie unser Fundament, unser Grundstück formen. Auf dem nachher dann unser ganz richtiges Projekt entstehen soll. Ich meine, bei unserem letzten Projekt haben wir auch ein bisschen terraformen müssen, einen Hügel abtragen und eine schöne Fläche auffüllen. Da wir hier allerdings was Größeres bauen wollen, also noch sehr viel größer. Brauchen wir halt auch viel mehr Platz, natürlich. Hätte ich noch hinzufügen sollen. Ich bin natürlich aber auch gedanklich am Plan schon. Ja, wie sieht's hier aus? Oh, es wird langsam wirklich mehr Stein. Während wir hier jetzt schon fast unten sind auf Grundebene. Bei Meeresspiegel kann man schlecht sagen, weil der ist da unten. Ist übrigens interessant, dass es auf den schwebenden Inseln kein Wasser gibt. Ja, füllen wir erstmal hier unten rum auf. Oder nee, ich fülle dann auch hier den Bereich auf. Das da oben machen wir dann am Schluss. Und da haben sie wieder Zeug liegen gelassen.
Gehörst du zum Steinbruch? Ja. So, schon besser. Schön aufgeräumt. Gut, läuft sie hinten auch gut? Ja, die Hälfte haben sie schon ungefähr. Ist übrigens toll, wie auch hier die Randungsanzeige irgendwie ein bisschen. Ja, seltsam ist. Also hier, ja, hier runter kann ich noch gerade so verstehen. Das hier finde ich interessant. Und das hier vor allem. Hier ist von der letzten Schicht auch nicht mehr viel übrig. Ich finde es halt auch ein bisschen komisch, dass eigentlich so gut wie jeder Bricktron ein ziemlich ernstes Gesicht macht, auch im freien Bauen. So, eine Idee habe ich noch. Das Ganze um eins nach oben versetzen.
Das wird für die Fläche immer kleiner. Dass die mehr auf dem Haufen stehen, da würden auch die Steine, die einfach hingeschmissen werden, eher eingesammelt. Ja, bald sind wir so weit, dass wir hier rausziehen können, oder? Okay, dauert doch noch ein bisschen. Ich frag mich gerade. Wäre cool gewesen, hätten wir eine Brücke hier hinbauen können. Naja, ich schätze mal, von nirgendwo kann man hier jetzt noch anboppen. Schade. Da hat jeder einen Stein liegen lassen. Okay. Ich wäre gerne an den Wald da irgendwie rangekommen. Aber ja, irgendwie kommen wir da schon an das Holz ran, wenn uns das Holz und das Holz hier nicht reichen sollten. Wir müssen eh erstmal gucken, dass wir hier zuschütten. Leider, der nur eine halbe Portion Steine mitgenommen hat.